Bei der Version After Effects CS 4 sind zahlreiche Cycle-Effekte hinzugekommen. Diese wurden jetzt natürlich an die 64-Bit-Version von After Effects CS 5 angepasst und nochmal beschleunigt. Aber was sind denn diese Cycle-Effekte? Um diese zu finden, brauche ich einfach hier in Effekte und Vorgaben einfach CC einzutippen und schon sehe ich zahlreiche Effekte, die mir hier zur Verfügung stehen. Was sind das für Effekte? Das sind sehr unterschiedliche Effekte, die sehr schnell funktionieren. Wie zum Beispiel, wir können hier einfach Schnee hinzufügen. Natürlich fällt der Schnee hier runter. Er landet natürlich nicht in der Szene. Da müssen wir natürlich in der Szene etwas anpassen in dem Fall. Regen kann hier genauso angepasst werden. Ich kann also auch sagen, wie schnell der fällt, wie viel von dem Regen zu sehen ist und natürlich wie groß die einzelnen Tropfen sind. Da könnte man ganz viele Sachen einstellen, damit er noch natürlicher aussieht. Außerdem haben wir die Möglichkeit, mit so einem Starburst hier zu spielen, sodass daraus zum Beispiel so Sterne und Planeten rausfliegen. Die sollten natürlich so aussehen wie wirkliche Planeten, also lieber auf einem weißen Hintergrund. Also ungefähr rechte Maustaste neu, Farbfläche, einfach eine weiße Farbfläche, die wir da erstellen. Und schon setzen wir hier einfach diesen Starburst hier rein, wie ihr das wahrscheinlich auch von anderen Science-Fiction-Filmen kennt. Ich gehe nochmal zu unserem Film und zeige Ihnen noch einige andere Sachen, wie zum Beispiel Mr. Mercury, ein ganz beliebter Effekt. Ich kann den einfach mal auf die Ebene hier drauflegen. Mr. Mercury ist dann schon drauf. Und das ist einfach so eine Flüssigkeit, eigentlich Quecksilber, was hier raussprießt. Wir bräuchten die gleiche Ebene nochmal, einfach duplizieren, bearbeiten, duplizieren. Die obere Ebene braucht Mr. Mercury, die untere braucht ihn nicht. Da werde ich ihn einfach löschen und schon sehen wir, als ob hier Wasser oder irgendeine Flüssigkeit hier rausspringen würde. Ich kann natürlich auch hier den Produzenten mal verschieben und habe hier die Möglichkeit, perfekt so Wasser zu simulieren. Müsste das natürlich, wenn die Kamera sich bewegt, auch natürlich irgendwie anpassen. Aber Sie sehen schon verrückte Effekte, die hier drauf sind. Auch Effekte wie zum Beispiel Filmburn, als ob der Film wirklich brennen würde, wie Sie das wahrscheinlich kennen von 16 oder 35 mm Filmen. Hier gibt es also die Möglichkeit, so Filmburn reinzulegen. Ebenfalls weitere Effekte, wie zum Beispiel Ball Action. Ball Action erlaubt es Ihnen, aus einer Ebene so Bälle zu erzeugen und diese Ebene einfach mal zu drehen, zu verbiegen, sodass Sie daraus verschiedene kleine Effekte machen können, die Sie dann mit der Kamera ebenfalls umfahren können. Also wenn Sie Lust haben, Ihre Ebene für Ihr Projekt so anzupassen, können Sie das ganz einfach tun. Das war eben Ball Action. Außerdem gibt es die Möglichkeit, wie zum Beispiel Spotlight, sodass Sie also mit Lichteffekten hier auf einer Ebene direkt arbeiten können oder Ihre Ebene zu einer Kugel verändern können. Das haben wir schon bei dem Ball vorhin gesehen, dass es dann ein Ball wird oder einen Zylinder. Und mit diesem Zylinder können Sie natürlich auch mit der Kamera hier durchfliegen, sodass der Zylinder dann sich hier befindet. Darunter habe ich jetzt eine Ebene nochmal kopiert, deswegen scheint die durch. Aber ich sehe also hier meinen Zylinder, den ich einfach drehen kann. Da sehe ich auch verschiedene Lichtereffekte und diese Lichtereffekte kann ich selbstverständlich auch hier anpassen, verändern, mit Keyframes versehen, wie Sie das eigentlich jetzt mittlerweile von After Effects gewohnt sind. Auch hier haben Sie auch solche Effekte, wie ich die schon mal vorhin erwähnt habe, bei meinen Weichzeichnungseffekten, sodass ich also auch hier so ein Licht erzeugen kann mit der Länge der Strahlen und der Intensität, sodass da wirklich so Strahlen aus dem Bild rauskommen. Das ist natürlich bei Texten sehr beliebt, wenn ich also hier einen Text erzeuge.
Hier habe ich nur Outlines gewählt. Dann kann ich die einfach drauflegen und schon sehen Sie, dass der Text Strahlen bekommt. Die Intensität erhöhe ich ein bisschen. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier solche Strahlen zu erzeugen. Da gibt es also hier diesen Light Burst, den ich hier schön anpassen kann. Sie sehen, auch hier kann ich den Alpha-Kanal einstellen oder eine bestimmte Farbe hier mal reinsetzen. Ich kann aber auch zum Beispiel sogenannten Light Rays hinzufügen. So dass nur einzelne Punkte hier angefahren und angesteuert werden. Wenn ich jetzt nochmal zu unserem Film zurückkehre, kann ich also mit diesen Light Rays einfach einen bestimmten Punkt hier simulieren, der irgendwie hier in der Hand ist und dort funkelt, sag ich mal, ein Ring oder irgendwas, was da gerade passiert. Oder vielleicht kommt von seinem Gerät irgendein Licht daraus. Das müsste ich natürlich dann mit animieren, mit tracken sozusagen in diesem Fall. Ich habe aber die Möglichkeit, eine Linse hier einzubauen, sodass wir durch eine Linse hier durchschauen können, wenn Sie jetzt einen Text haben, den Sie vorlesen wollen, zum Beispiel sowas. Oder wenn Sie eine Seite umblättern möchten, dann mache ich mal die Fenster hier mal zu und schon sehen Sie, dass Sie eine Seite haben. Also zahlreiche Funktionalitäten, die Sie in Ihren Projekten einsetzen können, die Ihre Projekte noch interessanter machen können.